Das war, wenn ich drauf bin, beim Urologen in Garmisch schon bin drauf. So, Lemmy, what are you doing at the urologist's office? Er sagt, er kann nicht mehr brunzen. Ja, es ist, und es ist im Heavy Metal schwierig. Früher haben sie in Wacken gespielt, 3-4 Stunden. Und die Fans schmeißen Bier auf die Bühne und der Lemmy muss auffangen. Oh, sauf, das ist ein Schluck, schmeißt es wieder runter. Ja. Und schmeißt, ja, schmeißt Bier, sauf, schmeißt es wieder runter. Ja, er sagt, du saufst so viel. Ja. Und sie spielen 3-4 Stunden. Er sagt, zwischendurch muss er brunzen. Ja, nein, er geht nach Patenkirchen zu dem Urologen, der heißt Socher. Ja. Und er sagt, I have to pee. Also was ist das Problem? Er sagt, früher ist halt einfach bei einer Pause, wenn der Gitarrist das Solo gespielt hat, ist er schnell runtergegangen, hat hinten irgendwo hinbissert und wenn das Solo vorbei war, waren wir dann auf der Bühne gewesen. Aber heute sagt er, da muss die Band 3-4 Songs spielen, bis er mit dem Bisseln fertig ist. Und das tolerieren die Metal-Fans nicht. Und deswegen war er bei dem Urologen in Garmisch. Ja, und diese, der arbeitet mit der NASA zusammen. Und da hat er sich so einen Spezialbeitel hinschneiden lassen, einen Oberschenkel, weißt du? Wo der Urin praktisch von der Niere direkt an der Jeans vorbei in den Beitel eingeleitet wird. Und da kann er stundenlang saufen, sagt er, das ist vollkommen wurscht, ab und so kommt der Assistentin, wechselt den Beitel aus und er kann weiterspielen, ganz locker. Du, und dadurch sind wir gute Freunde geworden. Und wenn du die Leute gut kennst, ja, ab und zu machen mit ihm so einen Retreat, dort am Berg um, habe ich so Berghütten auf 1500 Meter und da gucken wir uns zusammen und saufen wir da und wenn noch ein paar wirklich massive Räusche, ja, das Hirn wirklich gereinigt ist von dem ganzen Zivilisationskrampf, dann kannst du irgendwann sagen, hey Lemmy, what is life all about? Ja, um was geht es letzten Endes auf der Welt? Er sagt, George, to be honest, wenn er ehrlich sein darf, sagt er kotzt diese Metal-Musik an. Eigentlich, er am liebsten stumm muss ich spielen die ganze Zeit. Sagt der Lemmy vom Motorhead. Sag ich, komm Lemmy, der letzte, du sein stumm muss ich, letzte, du sein motherfucking stumm muss ich, right here. Jetzt ist der motherfucking stumm, muss ich lernen. Ja, yeah. Und dann hockt er sich hin, tut sein Hartbrett aus, ich spiele Zitter, weißt du. Oft wohnt er dann. Er sagt, du kannst bei mir ruhig wohnen. Ich war schon seit 5 Jahren nicht auf der Wiesen, nur nicht beim Robbie Williams im Konzert. Ich hab wahrscheinlich die falsche Partei gewählt. Irgendwas scheint's, mach ich doch verkehrt. Fahr noch wobei mit dem alten Auto, leb noch wobei mit der gleichen Frau. Klamotten kaufen wir bloß im Secondhand-Loh und ich muss zugeben, dass ich fast nie Fernseh schau. Doch ich geh fast jede Woche mal ins Kino und zwischendurch da lese mal ein Buch. Ich spiel nicht Golf, ich fahr viel lieber Rad und Freitag und komm manchmal wieder auf Zürich. Ich trinke das Wort.
aus der Leitung. Nun kauf man meinen Wein beim Türkenmarkt. Ich hab kein Duschgel, ich wasch mich mit den Fürsten. Für mich dort später ein gebrauchter Fichtenzweig. Wenn jeder auf dem Geld drauf sitzt und alles spart, dann wird es nie was mit dem Wirtschaftsboom, boom, boom. Ich bin der Bremsklotz für die Konjunktur. Ich hab den Aufschwung auf dem Gewissen. Die Truben in Berlin, ja, die berührt sich. Doch der Rindsmangel, der hat verschissen. Die Truben in Berlin, ja, die berührt sich. Doch der Rindsmangel, der hat. Das ist real old man, motherfucker, not verschissen.